Herzlich willkommen, Kirmes Markus, beim Aufbau des Escapes. Ich bin Felix Körmann und das ist unser neues Fahrgeschäft. Wie lange hat jetzt die Planung gedauert? Planung und Durchführung war jetzt eigentlich im Grunde von Ende 2019, nachdem wir unsere Schaukel Artistico verkauft haben und uns entschieden haben, dieses Geschäft zu kaufen. Wie viele Leute haben da Platz? 30. Und was denkst du, wie lange jetzt der Auf- und Abbau dauert? Das ist ja jetzt unser erster alleiniger Aufbau, weil wo das Geschäft in der Fabrik aufgebaut wurde, waren wir teilweise dabei, teilweise auch noch bei uns zu Hause, weil wir noch viel zu tun hatten. Ich würde jetzt sagen, jetzt vor allen Dingen in der Anfangszeit, würde ich sagen 2 Tage. Jeder Handgriff sitzt noch nicht, es ist noch nicht wie eine gut geölte Maschine läuft das. Es braucht ein bisschen Zeit, ein paar Veranstaltungen und dann sieht das schon wieder anders aus. Ja, hier sehen wir ja eure wunderbaren neuen Gondeln. Wer hat die eigentlich entwickelt? Mondial. Also die komplette Anlage Mondial und ja, wir waren jetzt ja auch natürlich in dem Planungsprozess immer mit drin und haben auch verladungstechnisch immer drauf geguckt, dass alles stimmt, weil wir reisen ja damit und haben in dieser Hinsicht die meiste Erfahrung damit und müssen damit auch täglich arbeiten. Und dann will man das ja so einfach wie möglich sich das gestalten. Kannst du uns hier vielleicht mal was zu eurer neuen Gondel sagen und sie vielleicht mal zeigen? Hier befindet sich der Bügel, ist ein Beckenbügel und man sitzt komplett frei drin. Beine schwingen frei, Arme schwingen frei und die können sich einfach um sich selber drehen. Da die Gondeln im 45-Grad-Winkel aufgehängt sind und sie sich dann rumdrehen, sitzt man dann so in der Position drinne und guckt nach unten und wird dann nur von dem Bügel hier gehalten und sonst ist man komplett frei. Ja, und jetzt schauen wir mal was beim Aufbau zu. Wir sind hier auf die Kirmes in Deutschland, in Düsseldorf und wir sind jetzt bei meinem neuen Geschäft, die Escape. Die habe ich entworfen für die Firma Mondial aus Holland und hier wird er die Premiere machen und die erste Mal drehen. So, wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie das Geschäft gefällt bei den Gästen von die Kirmes, die Rhein-Kirmes hier in Düsseldorf. Und Sie sind Designer? Ja, ich habe das ganze Geschäft entworfen. Nicht die Dekoration und das Thema. Ich bin die Erfinder von die Drehung. So, ich erfinde ein Geschäft von die Drehung muss man so machen und da hat man ein schönes Drehgeschäft. Ich habe auch vor ganz viele Jahre schon die Nightfly, die Airwolf entworfen für die Firma Mondial. Die Shake ist aus meine Kasten und auch die Heartbreaker von Mondial, die habe ich entworfen vor ein paar Jahren. Und jetzt das neueste Geschäft ist die Escape. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Wie entwirft man sowas? Ja, was schön ist, finde ich immer, das erste Geschäft, was ich dann entworfen habe, die Nightfly, Airwolf, die kennen Sie schon, die habe ich entworfen mit einem Kleidunghänger. Ich habe einen Kleidunghänger gehabt in die Hand. Da habe ich mich schon ein bisschen rumgedreht mit dem Kleidunghänger. Ich musste ein bisschen warten auf jemanden und habe gedacht, ah, das ist schön, wenn ich dann hier etwas hänge und hier etwas hänge, dann dreht sich das. Und so ist eigentlich die Idee von dem Airwolf entstanden. Und das Geschäft von dem Escape, das habe ich vor 15 Jahren habe ich das bedacht. Und das war, wenn ich ein Telefon hatte, hatte ich noch eine alte Nokia und da hat so eine Klippe dran gesessen, dass man am Rohr hängen kann. Da hatte ich habe gearbeitet auch bei dem Turbopolyp von Hans van Tol in Holland. Und da hatte ich in die Kasse habe ich gearbeitet, habe ich mal gespielt mit meinem Telefon und habe ich auch mal gedreht um meinen Finger und ja nur ein bisschen rund geguckt und auf einmal habe ich gesagt, ah, das ist vielleicht schön, wenn es unten so ist und dann so ist. Habe ich wieder gedacht an die Airwolf, das ist ungefähr ein bisschen das Gleiche und dann kleiner gemacht und gedacht, na, dann haben wir ein schönes neues Drehgeschäft und ja, das ist vor ein paar Jahren haben wir das mit Mondial besprochen und gesagt, okay, dann gehen wir hier vor, habe ich eine Animation gemacht
Die ist auch auf Internet zu finden von der Escape. Und ein bisschen später habe ich ein Modell gemacht, auch ein kleines Schaumodell gemacht, das dreht sich auf. Und da haben wir mit auf die Messe gestanden, für das erste Mal in Paris in 2019. Und dann haben viele Leute haben gesagt, ja, das wird ein schönes Geschäft sein. Und jetzt sind wir hier. So, wir sind sehr gespannt und sehr aufgeregt, dass jetzt wieder ein neues Geschäft sich drehen wird hier in Düsseldorf. Das hier sind die Gondeltürme. Die werden 0,5 Meter hochgefahren, um die Beinfreiheit zu erlangen während der Fahrt. Und hier werden auch die Gondeln aufgehängt, jeweils 3 Stück an einem Turm. Und die Türme selber drehen sich dann auf. Jo, hier sind die Gondelmotoren zu sehen. Jeder Motor ist für einen Turm zuständig, der dann die Gondeln hier in Drehung versetzt. Und dann befinden sich hier in der Mitte nochmal 2 große Motoren für die komplette Platte, die dadurch gedreht wird. Hier sieht man auch den Drehkranz und Zahnräder. Ich nehme an, das wird dann jeden Tag geschmiert, oder? Ja, man schmiert es jeden Tag ab, macht es keine Geräusche, hat kaum Verschleiß. Ihr habt ja auch so ein Gimmick hier in der Mitte, und zwar so Gefängnisfenster. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Ja, die Gesichter sollten drauf, also die waren geplant von der Werbeagentur, gestaltungstechnisch. Und das Zurückversetzte kam von uns, dass das nochmal plastisch wirkt. Und dann haben wir das auch nochmal extra beleuchtet, damit man das so immer sieht. Was habt ihr für Maße? An der breitesten Stelle hier mit den blinden Fronten mitgerechnet hat es 24,50 und vorne sind wir etwas schmaler in der Front, da sind wir auf 22,50 und in die Tiefe geht er 23. Ihr habt ja eine imposante Schrift, wie groß ist die eigentlich? Die ist 7 Meter breit und 4 Meter hoch. Ja, und hier gibt es eine Besonderheit. Ja, das hier ist unser Rückwandwagen. Darauf wird die komplette Rückwand verladen. Und der wird, wenn die Rückwand hingestellt ist, hiermit untergeschoben und ist damit eingebaut in das Geschäft. Und braucht auch nicht mehr weggefahren zu werden oder beim Abbau hergeholt zu werden. Sag mal, wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt 21. Und liebst du das Schaustellerleben? Ja. Was ist das Besondere? Die Abwechslung. Du hast ja immer irgendwas anderes. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn so ein Laden jetzt neu ist? Muss ja alles geplant werden. Und da gibt es ja jede Menge LKWs und Fragen über Fragen. Und wer hilft euch dabei? Macht das zum größten Teil dann die Firma oder seid ihr auch selber dann gefragt? Also klar, das Verladen macht die Firma Mondial, also die Herstellerfirma, beziehungsweise man kann ja im Bau, vor allen Dingen im frühen, im Anfangsstadium kann man ja seine eigenen Ideen mit einfließen lassen. Das ist alles gar kein Problem. Das haben wir bei Artistico gemacht und hier auch, weil wir haben die meiste Erfahrung damit, wir arbeiten damit jeden Tag. Und diese Erfahrung lassen wir in unsere Verladung mit einfließen. Und es kann auch passieren, dass sich im nächsten Winter wieder ein paar Kleinigkeiten ändern werden. Weil man sieht, aha, das ist einfacher, das geht schneller. Was habt ihr bis jetzt alles für Geschäfte gehabt? Meine Eltern hatten über die Jahre zuerst meinen Vater den fliegenden Teppich von der Firma Zierer. Dann hatten wir einen Husflipper. Danach den Topscan Poseidons Rache von Mondial. Danach auch die Schaukel Artistico, auch von Mondial. Und jetzt halt den Escape. Warum wurde Artistico verkauft? Die Gelegenheit. Also, wir haben das Angebot erhalten und gesagt, wir machen's. Wir haben Anfang September verkauft. Unser letzter Platz war ja Blasheim. Und hätte uns 2 Wochen vorher jemand gesagt, da kommt jemand verkaufen, oder da hätten wir den Vogel gezeigt. Das war für uns
fast genauso unvorhergesehen wie für die anderen, die das dann erfahren haben. Also komplett plötzlicher Verkauf. Aber ihr hattet dann auch schon so im Auge, dass ihr dann was Neues wollt? Ja, das auf jeden Fall. Also dass wir dann wieder was Neues machen, auf jeden Fall. Man schaut sich über die Jahre, man macht sich Gedanken generell, was könnte man vielleicht wie was machen. Aber der Verkauf vom Artistico kam so plötzlich, da wussten wir in der ersten Zeit nicht, was für ein Geschäft kommen soll. Das, was kommt, auf jeden Fall, aber nicht, was genau. Ja, und jetzt habt ihr hier was ganz Neues und das ist ja wirklich was Besonderes. Das ist jetzt wirklich eine echte Neuheit, ne? Ja. Eine Weltneuheit, ne? Ja. Kannst du uns mal euren Fuhrpark erklären? Jo, insgesamt haben wir 4 LKWs. Wir haben alles sind 3-Achser-LKWs. Das hier ist ein MAN F90 502, auf dem die Kasse und eine Holzpalette verladen sind. Das ist unser nächstes Fahrzeug, ein MAN TGA Allrad. Und auf der lagert hauptsächlich Bauzäune und Holz und die Bassboxen. Beziehungsweise wird mit der auch der Mittelbau gefahren. Dazu wird dann hier die Wechselbrücke abgesetzt, um dann im Mittelbau fahren zu können. So, hier haben wir unseren dritten LKW, auch wieder ein MAN, eine TGA mit einem Palfingerkran montiert. Und mit dem Kran wird das komplette Geschäft aufgebaut, weil an diesem Geschäft wird alles mit dem Kran bewegt. Selbst von den Holzplatten, Fußböden, Dächern, alles. Das hier wäre jetzt unser vierter LKW, einer MAN TGX. Auch mit einer Wechselbrücke drauf. Auf dieser Wechselbrücke befinden sich komplett Deko-Elemente. Hier vorne ist ein Tempelaufsatz, der wird später auf die Kasse montiert. Und dahinter befindet sich ein Dach, was auf den Eingangsbereich kommt. Mit unserem Namensschriftzug und noch 2 Figuren drauf, die später hochgeklappt werden. Und hier unten liegen auch noch 6 Säulen drauf, wo noch Licht dran aufgehangen wird. Die befinden sich darunter. Sind aus Polyester geformt, plastisch komplett. Jo. Hier auf dem Wagen sind unsere kompletten Gondeln verladen. 15 Stück sind das. Hier vorne sind noch 2 Polyester-Figuren drauf, die als letztes in der Mitte platziert werden. Und sonst ist der Wagen auch schon voll. Also der Rest auf den anderen beiden Wagen verteilt. Da hinten ist zu sehen unser Fußbodenwagen. Der ist der komplette Fußboden drauf für die Fahrbahn. Und oben drauf liegen die für jeweils links und rechts. Hier vorne die Fußböden für den Wartebereich, auch wo die Kasse drauf kommt.
einstellig. Familie Körmann und ihr Rundfahrgeschäft ist Krem. Unter den Schutz und Segen Gottes. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Toi, 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 allzeit gute Fahrt. Und natürlich die Geschäfte. Jetzt geht's los. So, wir sind sehr aufgeregt und wir hoffen, dass alles klappt und dass die Leute eine schöne Fahrt haben. Aber wir sind sehr gespannt heute und viel Glück zu der Familie Körmann. Und es freut mich sehr, die haben ein sehr schönes Geschäft gemacht. Und toi, toi, toi. Sehr, sehr toll. Sehr sammig. Geile Fahrt, super, kann man erzählen. Geile Fahrt, absolut geile Fahrt. Super klasse, super klasse. Super geil. Super! Also eine runde Familienfahrt. Markus, ich bin froh, dass ich hier jetzt wieder reinpasse und ich muss sagen, geile Fahrt. Das war wirklich mal etwas, was es noch nicht gegeben hat. Also ich weiß nicht, ganz anderer Fahrtwinkel, super angenehm. Ich glaube sogar familientauglich, aber auch für uns einer, der ein bisschen was erleben will. Echt muckig. Also ich fahre nochmal. Safe. Also richtig rund, auch mit entsprechend unterschiedlicher Geschwindigkeit, unterschiedlichsten Fahrbewegungen. Es war einfach nur herrlich. Kirmes Markus, du machst immer ganz tolle Reportagen, das muss man auch hier an der Stelle einmal sagen. Also hat uns auch gefreut, dich jetzt mal hier wieder zu sehen nach so langer Zeit. Und jetzt die nächste Fahrt für dich. Wünschen wir dir ganz viel Spaß und pass auf dich auf. Und ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Du hast so ein tolles Video gemacht von dem Aufbau mit dem Erfinder von Escape. Es ist wirklich, wirklich super. Richtig fett. Macht auf jeden Fall Spaß und der Preis ist auch in Ordnung, also da kann man nichts gegen sagen. Ja, ich bin der Christian, ich bin eine Hälfte von dem Team, der für die Gestaltung des Escapes zuständig ist. Und wie muss man sich das vorstellen, wie wird sowas gestaltet? Der Prozess ist ja langwierig. Die Familie Körmann ist an uns herangetreten und hat den Wunsch geäußert, ein Fahrgeschäft neu gestalten zu lassen. Und dann haben wir gemeinsam mit der Familie Körmann Ideen gesucht, in welche Richtung es gehen kann. Ja, und dann haben wir mal angefangen zu planen und zu gestalten. Wir wussten ja ungefähr die Richtung, in die es gehen sollte. Und in der Richtung haben wir dann geplant. Was ist jetzt Ihre Aufgabe in Ihrer Firma? Ja, Ideen zusammensuchen. Ne? Ideen, Themen, die Szenerien ausdenken, welche Szenerien wir auf die Rückwand machen können. Da gehört ja einiges an Bildmaterial drauf. Und die ganzen Szenen zu entwickeln, dafür braucht man ein bisschen Kreativität. Wie muss man sich das vorstellen? Wird das alles am PC erstellt? Genau. Die einzelnen Szenen, die werden am PC entwickelt und wurden dann halt von unserem Maler, den wir da haben, auf die Rückwand gemalt. Das ist alles Pinselmalerei bei Familie Körmann. Und da wurde jede Szene, die wir vorher entwickelt haben, mit dem Pinsel an die Wand gebracht. Können Sie uns das Thema Escape erklären? Ja, auf das Thema sind wir gekommen. Sowohl die Familie Körmann wie auch wir waren immer große Fans von dem Indiago. Ist damals von Afaf gestaltet worden, weil Mondial Supernova. Kennt vielleicht der ein oder andere noch, unter Sascha Hahnstein und Schäfer gereist. Und die hatten das Thema Indiana Jones, das war das Thema. Und ungefähr in diese Richtung sollte das auch gehen. Jetzt haben wir natürlich durch die Breite der Rückwand viel mehr Platz gehabt, um Szenen zu entwickeln. Ich weiß nicht, Kirmes Markus, du hast vielleicht auch schon mal gesehen, die Rückwand, da sind sehr persönliche Szenen drauf. Die Niki mit ihrer Familie ist da drauf. Wir beide sind auch auf der Rückwand drauf. Also wir beide kreativen Köpfe, sag ich mal. Und unser Hund ist auch mit drauf. So haben wir uns noch ein bisschen verewigt. Was eigentlich eine ganz wichtige Sache war. Wir hatten von Mondial am Anfang ja nur eine Skizze, wie die Rückwand sein könnte. Und letztendlich ist sie dann doch ein bisschen breiter geworden, als wir dachten. Und brauchten dann für links und rechts einfach noch ein paar Meter Szene. Und da haben wir überlegt, bevor wir da jetzt den sechsten Tiger draufmalen oder die siebten Forscher, malen wir halt die Familie Körmann noch mit drauf und uns. Und wer uns nicht kennt, erkennt uns ja auch nicht. Also für den normalen Kirmesbesucher sieht es halt so aus wie eine normale Szenerie an der Rückwand. Ja, mal wissen, wie das hier gesteuert wird. Ja, ist im Prinzip eigentlich ganz einfach. Wenn es gleich losgeht, drücke ich auf Bügel schließen, dann verriegele ich die damit
Und hier habe ich eine kleine Übersicht. Das sind alle 15 Gondeln, die mir dann melden, dass sie verriegelt sind. Und sobald ich die Meldung habe, geht hier die Starttaste an. Die fängt dann an, grün zu blinken. Und dann drücke ich die und dann fangen an, die Türme hochzufahren. Und wenn diese oben sind, lösen die Gondelbremsen. Und dann kann ich auch losfahren. Hiermit drehe ich die Scheibe, hiermit die Kreuze, kann ich komplett stufenlos drehen und auch komplett egal in welche Richtung. Links und rechts, beides gegenläufig, beides in dieselbe Richtung, alles egal, kann ich alles machen. Und hier ist auch noch die Möglichkeit, wenn ich möchte, den auf Automatik laufen zu lassen. Da habe ich die Möglichkeit, 10 verschiedene Fahrten hier abzuspeichern und dann quasi, dass er die dann abfährt. Und das ist eigentlich der Automatikmodus. Fürs eigentliche Fahren werden nicht viele Knöpfe benötigt. Hier zum Beispiel übers Touchpad kann ich das Licht steuern, das Ein- und Ausschalten. Das erste hier sind die Rückwandlichtleisten. Dann, was hier mit Gitterbox beschriftet sind, sind die Gitterboxen hier, die Innenbeleuchtung, dann die große Escape-Schrift oben, die Moving Heads, dass die eingeschaltet werden, dass sie Strom bekommen, dann die vorderen beiden Moving Heads, der große Vogel auf der Rückwand, die Kasse, das Dach im Eingangsbereich, dann noch hier die Nebelmaschinen, die kann ich auch einschalten, wenn sie benötigt werden. Und das letzte ist einmal die Kreuze, der Rand der Radscheibe und einmal die Mitte. Und hier drüben ist, wenn ich die Gitterboxen anhabe, kann ich damit das Licht steuern, die verschiedenen Lichtprogramme, die Blitzer, auch dass sämtliche LEDs hier mitblitzen während der Fahrt zum Beispiel, kann ich hiermit alles steuern. Und hiermit steuere ich die verschiedenen Moving-Head-Programme, wenn die an sind. Jetzt ganz einfach, ich drücke auf Stopp und dann bremst er von alleine runter und parkt dann auch die Gondeln von selbst ein. Die werden dann erst, werden sie durch die Bremsscheibe oben abgebremst und dann, wenn sie alle richtig stehen, werden die Gondeln arretiert, dass sie nicht mehr nach links und rechts weg können und dann fahren die Kreuze nach unten. So, stellen wir nochmal seine neue Fahrt. Wie heißt es? Bügel nach oben drücken. Und hier mit dem Knopf, dann öffne ich die Bügel und dann können die Fahrgäste wieder aussteigen.